Kleine Pause und weiter geht's. Viel Spaß wünscht Ihr Forum Allgäu Kempten. Hier sind die Allgäu-TV-Nachrichten am Mittwoch. Hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute neben anderen spannenden Themen auch das hier für Sie vorbereitet. Ein Schweinchen namens Lady, was aus der geretteten Wildschweindame aus Untereck geworden ist. Strike oder alle Neune, der Unterschied zwischen Bowling und Kegeln und Autofahren mit 16. Wenzel Ellenrieder aus Dösingen im Ostallgäu macht's möglich. Autofahren mit 16 in den USA ist das gang und gäbe. Bei uns jedoch nicht, zumindest noch nicht. Für alle Teenager, die aber gern jetzt schon alleine Auto fahren möchten, gibt es seit kurzem einen Kompromiss. Was das für einer ist und welchen Haken es dabei gibt, wir waren beim Erfinder des speziellen Teenie-Autos in Dösingen im Ostallgäu. Auf den ersten Blick ein ganz gewöhnlicher Fiat 500. Lenkrad, Gangschaltung, alles ganz normal. Doch Moment, hinten fehlt doch was. Naja, fehlen ist vielleicht das falsche Wort. Die Hinterreifen wurden versetzt. Und zwar ziemlich nah zusammen. Aber ist das der Grund, warum man diesen Flitzer schon mit 16 fahren darf? Ja, denn laut Gesetz gilt ein Fahrzeug, dessen Hinterreifen enger als 46,5 cm beieinander sind, als dreirädriges Kraftfahrzeug. Und aufgrund dieser Gesetzeslage ist Wenzel Ellenrieder die Idee gekommen, den kleinen Italiener zu so einem Dreirad umzubauen. So entstand der Ellenator. Das ist ein reiner PKW, wo wir dann umbauen auf ein dreirädriges Kraftfahrzeug, weil der Führerscheinrecht sich 2013 geändert hat. Das heißt also sozusagen, ein 16-Jähriger darf ein dreirädriges Kraftfahrzeug fahren mit 15 kW, das sind ungefähr 20 PS. Und dieses Fahrzeug darf er dann auf der Schnellstraße, Autobahn, darf er mit diesem Fahrzeug dann fahren. Vorausgesetzt, derjenige ist mit 16 schon im Besitz eines Motorradführerscheins. Doch da ist der Haken. Sowohl die Fahrstunden als auch die Fahrprüfung werden mit einem normalen Motorrad gemacht. Und dann auf einmal alleine ein Auto fahren? Klingt nach einer großen Umstellung. Da wäre es schon empfehlenswert, dass vielleicht auf freiwilliger Basis, dass man mit dem Fahrlehrer danach, nach der Ausbildung, vielleicht so 2-3 Stunden einfach mit diesem Auto mal fährt. Dass man dem mal zeigt, hey, du hast jetzt ein breiteres Fahrzeug oder wie es einparken funktioniert. Also das würde ich empfehlen. Damit aus einem Fiat 500 so ein Ellenator wird, muss Wenzel Ellenrieder in seiner Werkstatt noch etwas schrauben. Zusammen mit seinem Sohn baut er erst die eigentliche Hinterachse raus. Dann flext er an der Stelle, an der später die neue Achse hinkommt, den Boden weg. Neben der neuen Achse wird dann nur noch die Leistung des Fahrzeugs verändert. Gedrosselt auf 20 PS und eine Maximalgeschwindigkeit von 90 km/h. Und dann kann man eigentlich auch schon losfahren. Doch auch wenn der Ellenator etwas instabil aussieht, beim Fahren merkt man keinen Unterschied, sagt der Erfinder. Nein, auf keinen Fall nicht. Also bei der normalen Fahrweise merkt man gar nichts. Also wenn jetzt jemand ins Auto reinsitzen würde, also in den Ellenator reinsitzen würde und würde mit dem ganz normal fahren, würde der keinen Unterschied nicht merken. Wir haben das auch getestet, das hat auch der TÜV getestet. Wir haben Kurvenfahrt gemacht, extreme Kurvenfahrten und er war vollkommen zufrieden mit dem Fahrzeug. Doch wie bedenklich ist es, einen 16-Jährigen alleine Auto fahren zu lassen? Die Idee ist ja nicht neu, da wären beispielsweise auch noch die Mikrocars, die auf 45 km/h gedrosselt sind. Wir haben bei der Polizei in Kempten nachgefragt. Wir hatten im gesamten Zuständigkeitsbereich in diesem Jahr etwa 9 Unfälle mit sogenannten Mikrocars. Waren oftmals Parkrempler im Stadtverkehr oder ähnliches. Schwerwiegendere Sachen waren glücklicherweise nicht dabei. Aber gerade wegen Unfällen hat Wenzel Ellenrieder sein Fahrzeug entwickelt. Quasi als Alternative für Jugendliche zum Motorrad oder zum Roller. Denn in einem Auto, da sind sich alle einig, ist das Risiko, bei einem Unfall verletzt zu werden, deutlich geringer als mit dem Motorrad ohne Knautschzone. Doch der Umbau kostet natürlich Geld und mit ein paar hundert Euro ist es hier nicht getan. 5000 Euro kostet die Umwandlung von Fiat 500 zu Ellenator.
Leuchtende Deko an Fenstern und Balkons gehört mittlerweile einfach dazu zur Vorweihnachtszeit. Allerdings sollte man da dann schon darauf achten, dass die niemanden stört, vor allem nicht den Straßenverkehr. Eine 72-jährige Frau aus Ettringen hat genau darauf allerdings nicht geachtet und mit einer installierten Laserlichtanlage prompt einen Autofahrer geblendet. Der war davon ausgegangen, dass er mit einem sogenannten Laserpointer geblendet worden war und hatte deswegen die Polizei gerufen. Die 72-Jährige muss jetzt möglicherweise mit einer Anzeige rechnen. So, und wir machen jetzt eine kurze Pause und dann geht's hier weiter mit den aktuellen Meldungen aus dem Allgäu. Bleiben Sie dran. "23 Stufen führen hinab zu einem ganz besonderen Ort. Die Erasmuskapelle unter dem Kemptener St. Mangplatz. Ihre Mauern erzählen eine spannende Geschichte, die auch Sie begeistern wird. Großeltern habe ich ein 10-Fotobuch geschenkt über ihren Garten. Hat ihnen sehr gut gefallen. Oh, das hast du aber toll gemacht. Das kam ungefähr bei jeder Seite. Also sie hatten schon irgendwo ein kleines Tränchen im Auge. Mein 10-Fotobuch. Mein Leben. Kessler. Wir liefern Energie für Ihr Zuhause. Zu günstigen Tarifen und fairen Konditionen. Wir sind immer da, wo Sie uns brauchen. Ob Heizöl, Strom, Erdgas oder Pellets. Wir sind ein Partner, auf den Sie sich verlassen können. Wir sind der Energielieferant für das Allgäu. Verschenken Sie ein Jahr voller unvergesslicher Momente. Mein CW-Kalender. Beim Memminger Christkindlesmarkt auf dem Marktplatz in Memmingen erwarten Sie zahlreiche Stände voller Geschenkartikel, kulinarische Leckereien und stimmungsvolle weihnachtliche Klänge. Der Christkindlesmarkt hat werktags von 11 bis 20 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Die Meldungen von Mittwoch, dem 23. November 2016. Auf der B12 hat sich heute erneut ein schwerer Unfall ereignet. Ein 55-Jähriger war mit seinem Auto in Richtung Isny unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er bei Kleinweiler in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Die Bundesstraße musste rund 1,5 Stunden gesperrt werden. Der Neubau des Hangars für den Rettungshubschrauber Christoph 17 in Durach verzögert sich. Das Luftamt Südbayern hat bislang noch nicht den notwendigen Bescheid für die Arbeiten erlassen. Laut Rettungszweckverband hoffen die Verantwortlichen darauf, dass die Genehmigung bis Ende nächsten Jahres vorliegt. Dann könnte im Frühjahr 2018 mit den Baumaßnahmen begonnen werden. Wie mehrfach berichtet, wird für den Hubschrauber schon länger ein dauerhafter Standort gesucht. Seit dem Umbau des Kemptner Klinikums kann der Hubschrauber dort nicht mehr stationiert werden. Aktuell ist Christoph 17 in einem provisorischen Hangar am Duracher Flugplatz untergebracht. Jetzt soll ein dauerhafter Start- und Landeplatz in der Nähe des Friedhofs entstehen. In der Gemeinde gab es zunächst einigen Widerstand gegen die Pläne. Das Luftamt lässt deshalb offenbar erneut ein Gutachten zur Lärmbelastung erstellen. Unbekannte haben in Leutkirch die Radmuttern an einem Rettungswagen gelöst. Wie die Polizei mitteilte, wurden alle Muttern an einem Hinterrad abgeschraubt. Bemerkt wurde der Vorfall erst, als das Hinterrad des Fahrzeugs blockierte. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.
Wegen eines Gasalarms sind gestern die Feuerwehren aus Oberreute, Weiler und Simmerberg alarmiert worden. In einem Anwesen in Oberreute hatte eine entsprechende Anlage Alarm gegeben. Vor Ort stellte sich der Vorfall jedoch als harmlos heraus. Reinigungsarbeiten hatten den Alarm ausgelöst. Die Überstunden der Mitarbeiter am Klinikum Kempten können offenbar dank einer gerichtlich erzwungenen Arbeitszeitregelung nach und nach abgebaut werden. Laut einem aktuellen Stand sind sie innerhalb von 2 Jahren von über 96.000 auf gut 69.000 Stunden reduziert worden. Wie berichtet, hatte der Betriebsrat Klage eingereicht, weil Mitarbeiter aus der Freizeit immer wieder in den Dienst zurückgeholt wurden. Daraufhin hat das Klinikum im vergangenen Jahr rund 200 Arbeitnehmer mehr eingestellt. In Immenstadt gibt es schon wieder Streit um die Grundsteuer. Die CSU-Stadtratsfraktion fordert jetzt, dass den Bürgern ein Teil der Grundsteuer aus diesem Jahr zurückerstattet werden soll. Die Begründung der Opposition, die Stadt hätte heuer nicht so viel in Bauvorhaben investiert wie zunächst gedacht und gleichzeitig mehr Geld durch andere Steuern eingenommen. Immenstadts Bürgermeister Armin Schaub lehnte den Vorstoß aber ab. Es seien noch gar nicht alle Projekte abgerechnet. Außerdem könne man die Mehreinnahmen zur Schuldentilgung nutzen. Wie berichtet, hat Immenstadt die Grundsteuer B in diesem Jahr deutlich angehoben. 2017 soll voraussichtlich eine weitere Erhebung folgen. Immenstadt gilt mit rund 40 Millionen Euro an Verbindlichkeiten als eine der am höchsten verschuldeten Kommunen in ganz Bayern. Die Zukunft des Füssener Festspielhauses ist noch immer ungewiss. Die Gläubiger haben in diesen Tagen zu dem Thema getagt. Ein offizielles Ergebnis der Gespräche gibt es allerdings nicht. Gerüchteweise heißt es aber, dass ein weiterer potenzieller Investor Interesse an dem Haus bekundet habe. Neben dem Insolvenzverfahren läuft am Amtsgericht Kaufbeuren zudem die Zwangsversteigerung der Immobilie. Diese war bereits im Februar 2015 beantragt worden. Der Kaufbeurer Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl bezweifelt, dass die Finanzierung des geplanten B12-Ausbaus in vollem Umfang gesichert ist. Die entsprechende Zusage hatten die CSU-Politiker Gerd Müller und Stefan Stracke in der vergangenen Woche gegeben. Pohl befürchtet aber, dass die vom Bund angedachte Gründung einer Gesellschaft für Straßenprojekte Folgen für die Finanzierung von Bauvorhaben in Bayern haben könnte. Der Abgeordnete der Freien Wähler befürchtet, dass durch die bundesweit zuständige Gesellschaft mehr Geld für Autobahnen ausgegeben wird. Dann könnte es für den Ausbau der Bundesstraßen finanziell eng werden. Der Bund Naturschutz kritisiert die Ausbaupläne des Bundes bezüglich der B31. Wie berichtet, soll die Bundesstraße auf bayerischem Gebiet 4-spurig ausgebaut werden. So ist es zumindest im Bundesverkehrswegeplan vorgesehen. Da auf baden-württembergischer Seite kein Ausbau geplant ist, handelt es sich dabei um eine Strecke von rund 8 Kilometern. Die Lindauer Kreisgruppe des Naturschutzbundes warnt nun vor einer so wörtlich Autobahn im Hinterland. Es handle sich um eine absurde Maßnahme, hieß es in einem Schreiben. Die Naturschützer hatten daher auch schon die angrenzenden Gemeinden und Städte angeschrieben und auf ein gemeinsames Signal gegen den Ausbau gehofft. Das sei aber ausgeblieben, so der Naturschutzbund. Wie fahrradfreundlich ist die Stadt Kempten? Diese Frage können Radler jetzt wieder beim Fahrradklimatest des ADFCs beantworten. Ziel ist es, von den Nutzern selbst mögliche Verbesserungen für die Infrastruktur der Stadt zu erfahren. Bei der letzten Befragung ist Kempten mit der Gesamtnote 4,0 bewertet worden. Die Stadt landete damit auf Platz 71 von 100. Seitdem sind aber einige Gefahrenstellen, wie beispielsweise die obere Illerbrücke, entschärft worden. Die Online-Umfrage kann noch bis zum 30. November ausgefüllt werden. Der Füssener Curling-Spieler Andreas Kapp ist überraschend für die Europameisterschaft nachnominiert worden. Er verstärkt noch bis zum 26. November das deutsche Herrenteam beim Turnier in Schweden. Ein Stammspieler ist verletzt ausgefallen, deshalb durfte Kapp nachrücken. Der Spieler des Füssener Curling-Clubs hatte seine Profilaufbahn eigentlich nach der WM 2011 offiziell beendet, feierte aber zuletzt Erfolge im Mixed-Team. Ja, und das waren die Meldungen vom 23. November 2016. Und jetzt gibt es hier die Wettervorhersage für die nächsten Tage. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von Möbel und Küchen Böck. Bessere Beratung, besserer Service, bessere Preise, besser Böck. Möbel und Küchen Böck in Kempten, St. Mang.
In der Nacht sind im gesamten Allgäu die Sterne zu sehen. Es können sich aber vereinzelt kleine Wolkenfelder bilden. Die Temperaturen bleiben über dem Gefrierpunkt bei Werten von 12 bis 11 Grad. Der Donnerstag startet mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Im Unterallgäu werden Temperaturen von 7 und am Alpenrand von 17 Grad erreicht. Im Laufe des Tages ändert sich das Wetter kaum. Nur im Unterallgäu werden die Wolken dichter. Die Temperaturen bleiben mild bei Werten zwischen 9 und 18 Grad. Auf den Allgäuer Bergen ist mit viel Sonne und vereinzelt ein paar Wolken zu rechnen. Auf dem Nebelhorn werden Höchsttemperaturen von 8 Grad und auf dem Gründen von 14 Grad erwartet. Zum Ende der Woche bleibt es weiterhin trocken. Am Freitag ziehen dichte Wolken auf, die die Sonne verdecken. Am Wochenende klart der Himmel aber etwas auf, sodass sich die Sonne wieder öfter zeigen kann. Es werden Temperaturen von 2 bis maximal 9 Grad erwartet. Erinnern Sie sich noch, das hinter mir hier ist Lady D. Vor rund 2 Jahren haben wir den damals ca. 16 Wochen alten Frischling kennengelernt. Jetzt haben wir die mittlerweile knapp 100 Kilogramm schwere Wildschweindame und ihren Ziehvater noch einmal besucht. Ich will nicht zu viel verraten, nur so viel. Die beiden sind ein saustarkes Team. Eingesaut und sauglücklich. Treffender wie nie sind heute diese Worte, denn nun dreht sich alles um die Sau oder das Schwein, also Wildschwein. Genauer gesagt um diese junge Dame, Lady D. Und dass Lady D sich heute so sauwohl fühlt, liegt nur daran, dass sie wirklich Schwein gehabt hat. Der Beginn der Geschichte ist natürlich, sage ich mal, eher tragischer Natur. Es ist also so, ihre Mutter wurde überfahren. Es waren insgesamt 6 Frischlinge, gerade vielleicht so 6-7 Wochen alt. Die sind dann ja mehr oder weniger in der Nähe der Mutter, der überfahrenen Mutter, umhergerannt. Lady Ds Geschwister wurden in einem Wildpark untergebracht. Und Frischling Lady selbst kam zu Wieland Schumacher. Doch das Schweinchen namens Babe, Lady, kam nicht ganz ohne Hintergedanken zu dem Jäger- und Jagdhundeausbilder. Denn für die Ausbildung von Schweißhunden, also Jagdhunde, die verletztes Wild aufspüren, mussten Schumacher und seine Kollegen bis vor kurzem die Spuren so noch selbst legen. Ab sofort übernimmt aber Lady D diesen Job. Sie ist jetzt ein sogenanntes Fährtenschwein. Ich war selbst überrascht, weil es war ja für mich zunächst mal ein Sprung ins kalte Wasser. Wie konditioniere ich ein Wildschwein? Und nach wenigen Wochen stellte ich fest, dass ein Schwein deutlich schneller lernt als jeder Hund. Momentan hat die Wildschweindame aber Urlaub. Sie ist nämlich rauschig oder anders gesagt läufig. Darum bleibt sie heute besser in ihrem Gehege. Aber sie ist ja in bester Gesellschaft. Gestatten? Das ist die Lady Bambi. Die kam zu mir dieses Jahr am 1. Juni. Da war sie circa 6 Tage alt und ich habe sie dann gefunden, nachdem die Mutter von einem Hund gerissen wurde. Und darum ist Schumacher nun Bambis Ersatzvater oder besser gesagt Mutter. Doch so sausüß Schumachers Ladies auch sind, ihre wilden Verwandten bereiten ihm und Jagdhund Burka derzeit auch Sorgen. Vor allem die Wildschweine. Immer wieder ziehen Hund und Herrchen darum durch Schumachers rund 900 Hektar großes Revier, begeben sich auf Spurensuche und beobachten die freilebenden Wildschweine. Denn diese stimmen vor allem die Landwirte sauer. Auf der Suche nach Nahrung pflügen sie nämlich ganze Felder um und richten großen Schaden an.
Doch die Tiere einfach vermehrt zu schießen, das ist nicht Schumayers Lösung. Nicht zuletzt, weil viele Wildschweine gar nicht essbar sind. Denn je tiefer ihr Fressen im Boden, desto größer die Wahrscheinlichkeit einer radioaktiven Belastung. Eine Langzeitfolge der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl. Schumayer hat sich darum etwas anderes einfallen lassen. Ich sollte den Tieren Lebensraum zurückgeben, dann habe ich auch weniger, in Anführungszeichen, Schäden. Ja, die Tiere brauchen Ruhezonen, die Tiere brauchen Zonen, wo eben nicht gejagt wird, wo kein Freizeitdruck vorhanden ist. Und wenn sie da adäquate Äsungs- und Lebensbedingungen vorfinden, dann werden sich irgendwelche Schäden in Land- oder Forstwirtschaft auch relativ schnell und deutlich reduzieren. Schumayer hat also Folgendes gemacht. Er hat durch sein eigenes Wildschwein Lady D herausgefunden, was Wildschweine gern fressen. Brennnesseln zum Beispiel. Diese hat er im Lebensraum der Wildschweine gepflanzt und ihnen so eine Nahrungsalternative zu den Feldern der Landwirte geboten. Mit Erfolg. Ich kann heuer mit Fug und Recht behaupten, dass ich null Wildschaden hatte. Irgendwie also eine Win-Win-Situation. Für ein friedliches Miteinander von Mensch und Tier. Haben Sie noch ein Bett frei und haben Sie kein Problem damit, am Esstisch zusammenzurücken? Dann aufgepasst, der Verein AFS Interkulturelle Begegnungen sucht noch Gastfamilien im Ostallgäu. Ab Februar des nächsten Jahres kommen nämlich 125 Schülerinnen und Schüler aus insgesamt 20 Ländern in den Landkreis, um dort den deutschen Alltag zu erleben. Und auch um neue interkulturelle Erfahrungen zu sammeln. Und genau für diese Jugendlichen werden aktuell noch Unterkünfte gesucht. Wenn Sie sich also dafür interessieren, jemanden bei sich aufzunehmen, dann können Sie sich auf der Homepage des Vereins, die Adresse ist eingeblendet und lautet afs.de, informieren und bewerben. Ja, und wir machen jetzt eine kurze Pause und dann wird's hier gleich ganz schön sportlich. Bis gleich. Die einzigen Zusätze in unseren Backwaren sind Können und Zeit. Finneberg, Napur. Wir backen Klartext. Erleben Sie das Gala-Ereignis des Jahres 2017, den Allgäuer Presseball. Moderator Tilman Schöberl führt durch die Ballnacht. Die Revival-Band ABBA 99 bringt die Hits der schwedischen Popgruppe live auf die Bühne. Freuen Sie sich auf die weltweit bekannten Songs. Flotte Tanzmusik spielt das Orchester Fink und Steinbach. Genießen Sie das Gala-Buffet mit Vorspeisen von Starkoch Christian Henzel. Die Tombola zugunsten der Kartei der Not lockt mit hochwertigen Preisen. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum. Bahnhofstraße 42 in Kempten. Mit dem Stößel die frischen Gewürze zerkleinern. So beginnt es immer, wenn Thorsten Heber seinen einzigartigen Schweinebraten kocht. In seiner Küche haben Gewürzmischungen nichts verloren. Er kocht wie vor 40 Jahren, als es noch keine Fertigprodukte gab. In seiner bisherigen Karriere ist er viel rumgekommen. Unter anderem hat er in der Schweiz gearbeitet. Seit Oktober betreibt er mit der Waldschenke bei Durach sein eigenes Gasthaus. Die Abwechslung und das Außergewöhnliche machen seine Küche aus. Ich mache immer wieder im Wechsel, mal mache ich eine Kalbszunge, eine frische geschmorte oder eine Ochsenbrust oder mal sogar ein Herz, Leber, wenn auf Vorbestellung gerne. Ich mache zur Wildzeit im Herbst, über den Winter mache ich viele Wildgerichte. Zu Weihnachten gibt es frische gefüllte Gänse und oder Enten. Im Frühjahr gibt es den frischen deutschen Spargel aus dem Oberland. Die gutbürgerliche Küche genießen die Gäste der Waldschenke bei gutem Wetter gerne auf der Terrasse. Neben dem Schweinebraten gibt es auch gebratenes Zanderfilet oder, wenn es ohne Fleisch sein soll, Waldpilze in Kräutersahnesoße mit Serviettenknödel. Direkt neben der Terrasse ist ein großer Spielplatz mit Schaukel, Rutsche und allem, was das Kinderherz begehrt. Das Beste daran, die Kinder sind immer im Blickfeld der Eltern. Für kleinere Gesellschaften bis 20 Personen gibt es in der Waldschenke einen Nebenraum. Und für richtig große Feste bieten die Räumlichkeiten des Gasthauses Platz für über 100 Personen. Die Waldschenke bei Durach ist damit, nicht nur bei gutem Wetter, immer einen Besuch wert.
Bowling und Kegeln, zwei Sportarten, die auf den ersten Blick ziemlich ähnlich aussehen. Doch wer sich mal genauer damit beschäftigt, der wird feststellen, dass es doch recht große Unterschiede gibt. Gemein haben beide Sportarten aber, dass sie sich wieder steigender Beliebtheit erfreuen, egal ob im Freizeit- oder im Ligabereich. Was genau aber der Unterschied zwischen Bowling und Kegeln ist, das haben sich meine Kollegen Katharina Brügel und Jonas Strobel einmal angesehen. Jetzt, wo es langsam so richtig kalt wird, werden Freizeitaktivitäten im Warmen immer beliebter. Und zwei davon kann man genau hier machen, und zwar Kegeln und Bowling. Ich muss gestehen, meine Fähigkeiten halten sich bei beiden dieser Sportarten ziemlich in Grenzen. Und über den genauen Unterschied bin ich mir auch nicht so richtig im Klaren. Aber den lasse ich mir jetzt erstmal erklären. Erst einmal Jacke ablegen. Jonas? Das ist schon viel besser. Auf geht's. Und wer könnte mir die Unterschiede zwischen Kegeln und Bowling besser erklären als der Chef höchstpersönlich? Hallo! Sag mal, kannst du mir noch mal den Unterschied ganz genau zwischen Bowling und Kegeln erklären? Also Bowling und Kegel sind fast die gleiche Sportart, bloß Kegeln wird mehr in Deutschland, Europa gespielt und Bowling kommt aus Amerika. Also beim Bowling gibt es vorne 10 Pins und die Kugel ist viel größer wie die Kegelkugel. Die Bowlingkugel hat 3 Löcher, die wird mit dem Mittelfinger, den Daumen und den Ringfinger gespielt. Dann kann ich euch, beim Bowling werden sogenannte Bowlingschuhe angezogen, die haben eine Ledersohle. Der dritte Schritt beim Bowling ist ein Rutschschritt, sagt man. Da muss man rutschen. Kannst du mir den später zeigen? Ja, ich habe da ein paar Ausliegerspieler, die können es besser wie ich. Die können mir das dann beibringen? Das machen wir mal zeigen. Und im Gegensatz zum Kegel gibt es da Turnschuhe, normale Hallenturnschuhe. Da muss man nicht rutschen. Also beim Kegel ist er fest. Fester Untergrund. Aber heißt es, dass dann der Bodenbelag anders ist bei einer Kegelbahn? Auf der Kegelbahn ist der Bodenbelag, der Anlauf, anders. Der ist so aus Gummi. Aus Gummi. Da muss man nicht rutschen. Beim Bowling sind da die Bowlingbahnen alles aus so Parkett oder spezielles Holz. Und die Bowlingbahnen werden geölt. Beim Kegeln werden die gewachst. Beim Kegeln muss die Kugel geradeaus, also muss nicht driften, und beim Bowling muss die Kugel driften beim Werfen. Und gibt es dann ganz spezielle, nennt man das, Wurfarten, Schiebetechniken, wie heißt das? Schiebetechniken, beim Bowling gibt es schon verschiedene, die Kugel dreht man eigentlich beim Werfen, aber muss man lernen, das kann nicht jeder, das kann sogar ich nicht nach 17 Jahren, wo ich hier den Bowling Center betreibe. Dann würdest du mir so ein paar Schuhe geben und dann würde ich mich selbst mal rantrauen. Schuhgröße? 38. Dankeschön. Ja, dann ziehe ich die mal an. Bowling unterscheidet sich vom Kegeln also in vielerlei Hinsicht. Doch ähneln sich die beiden Sportarten auch sehr. Denn Fakt ist, Bowling stammt vom Kegeln ab. Im Jahr 1837 wurde das von deutschen und holländischen Einwanderern mitgebrachte Kegelspiel im US-Bundesstaat Connecticut verboten. Denn oft wurde hier um Geld gespielt und betrogen. Um dieses Verbot zu umgehen, wurden den 9 Pins einer hinzugefügt, sie wurden etwas anders aufgestellt und Bowling war geboren. Und das wird als Freizeitspaß und unter Hobbyspielern immer beliebter. Mehr über Bowling und Kegeln und wie ich mich in den beiden Sportarten schlage, sehen Sie in einer neuen Ausgabe von Allgäu TV Spezial. Stellen Sie sich mal vor, Sie wären plötzlich und völlig überraschend stolzer Besitzer einer Brücke. Klingt gut? Nicht unbedingt, denn genau das ist jetzt einem Mann aus dem Westallgäu passiert. Der Haken an der ganzen Sache, er soll jetzt für die Brücke richtig tief in die Tasche greifen. Was genau dahinter steckt, das verraten wir Ihnen morgen. Ja, und ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden. Passen Sie gut auf sich auf. Bis morgen. Ich würde mich freuen. Auf Wiedersehen und pfiat Gott.